Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt zum sechsten Teil unserer Tour durch den Süden von Schweden. Wir befinden uns im Sommer 2021 und haben schon einen großen Teil der Tour hinter uns gebracht. Bevor es richtig losgeht, hier wieder ein paar Bilder zur Einstimmung. Noch eine kleine Info für euch. Den kompletten Reisebericht findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite www.jaranis-reisen.de. Heute ist Mittwoch, der 11. August. Auf dem Plan für heute steht ein Spaziergang um den See, Fahrt nach Svenlunga, Besuch des Motormuseums und dann geht's auf einen Campingplatz. Neugierig geworden? Dann bleibt dran und seht selbst. Nach dem Frühstück gönnen wir uns einen Spaziergang um den schönen See. Ups, wer hat denn da schon Hunger gehabt? Nach knapp einer Stunde sind wir wieder zurück am Parkplatz. So, dann mal los. Wir fahren wieder durch die große Wohnsiedlung von Borås, welche rein optisch auch in jeder deutschen Stadt zu finden wäre, also kein besonderes Highlight. Wir müssen nochmals durch die Stadt, verlassen diese aber so schnell wie möglich. Unser nächstes Ziel ist der kleine Ort Svenljunga. Es sind noch etwa 15 Kilometer bis dorthin. Wir hofften auf einen Hinweis zu irgendeiner sehenswerten Stelle, leider vergebens. Und mittlerweile sind wir schon auf der Straße 154 nach Svenljunga. Und schon sind wir am Ortseingang von Svenljunga angekommen. Wir steuern das Zentrum an und siehe da, dort ist ein Supermarkt. Irgendwie ist das eine magische Anziehungskraft. Wahnsinn, oder? Wir schlendern kurz durch den Supermarkt, aber so richtig macht er uns nicht an. Deswegen sind wir auch schnell wieder im Wohnmobil und fahren zum Parkplatz vor der Kirche. Leider können wir die Kirche nicht besichtigen. Sie ist verschlossen, so können wir nur außen herumlaufen. Ja und dann? Dann haben wir so ein Gefühl in der Magengegend, welches man Hunger nennt. Schräg gegenüber der Kirche ist ein Imbiss bzw. Restaurant. Das könnte Abhilfe schaffen. Abermals gut gesättigt fahren wir ein Stückchen. Wir haben einen Wegweiser zu einem Motormuseum entdeckt, gleich am Ortsrand von Svenljunga. Schnell erreichen wir das Bühnanders Motormuseum. Jetzt sind wir doch gespannt, was uns hier erwartet. Nachfolgend zeigen wir euch Bilder aus dem äußerst interessanten Museum. Neben einigen deutschen Modellen liegt der Schwerpunkt eher auf amerikanischen Fahrzeugen. Ach übrigens, mehr Bilder gibt es im dazugehörigen Reisebericht auf unserer Webseite www.jaranis-reisen.de. Ein Café im Café muss sein. Ja, und dann? Dann sehen wir noch zwei ganz besondere Oldtimer. Wir fahren zurück in den Ort Svenljunga. Wir besuchen Walter von www.schwedentipps.se, zu dem wir schon länger ein freundschaftliches Verhältnis haben. Das Treffen ist privat, deswegen keine Bilder. Weiter geht es mit der Fahrt zum Campingplatz in Holzljunga.
Es sind nur wenige Kilometer und schon halten wir vor der Rezeption des Platzes. Schnell der übliche Check-in und schon fahren wir hinein und suchen uns ein freies Plätzchen. Eine kleine Runde über den nicht wirklich großen Platz und schon haben wir unseren Platz. Und hier noch ein paar Impressionen vom Platz. Und nur noch einen Blick auf die heutige Route. Und dann, ja dann heißt es auch schon, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag, den 12. August. Der Plan für heute, Spaziergang am See, gemütlicher Nachmittag und das Highlight Holzjunger Motortreff. Neugierig geworden? Dann bleibt dran und seht selbst. Der bewölkte Himmel hält uns nicht von einem Morgenspaziergang ab. Schnell sind wir am Holzhöhen und spazieren am Sandstrand entlang. Wir sehen skurrile Wurzeln, entdecken Boots- und Badestege und spazieren anschließend dann noch in den kleinen Ort hinein. An der Kirche verharren wir kurz und schießen ein paar Bilder und schon geht es wieder zurück zum Campingplatz. Wir widmen uns der Körperpflege und genießen einfach den Nachmittag am Platz. Das Abendessen, das gibt es heute etwas früher. Und dann laufen wir auch schon zur Wiese vor dem Campingplatz. Motorengedröhne lässt die Spannung steigen und schon sehen wir sie. Die blubbernden 8-Zylinder amerikanischer Oldtimer. Das löst immer wieder Bewunderung aus. Genießt einfach die folgenden kurzen Videos kombiniert mit ein paar Bildern. Ich schweige einfach mal. Ja, Geselligkeit wird hier groß geschrieben. Aber wir ziehen uns nun zurück und sagen, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Freitag, den 13. August. Unser Plan für heute, Fahrt zum Gekos in Ullaret, Fahrt nach Buaham zum Stellplatz. Neugierig geworden? Dann bleibt dran und seht selbst. Nach einem Tag Fahrpause ziehen wir weiter. Das erste Ziel für heute ist Ullaret.
Dort möchten wir in Schwedens größtem Warenhaus, dem Gekos, einkaufen gehen. Nun sind es noch etwa 25 Kilometer bis Ullared und wir befinden uns auf der Straße 154. Und schon erreichen wir Ullared und fahren den uns bekannten Parkplatzbereich für Wohnmobile an. Links sind noch viele freie Plätze. Na, da fahren wir doch dann gleich mal rein, auch wenn es die Aufsicht vielleicht gerne anders hätte. Aber na also, geht doch. Immer wieder freut es uns sehr, dass man hier große Bereiche für Wohnmobile zum Parken reserviert hat. Ja, Einkaufswagen sind auch genügend da. Und was uns am meisten freut, am Eingang zum Gekos diesmal keine Schlange. Sehr schön. Zum Mittagessen kehren wir beim Asiaten ein. Ja, und wer Verhüterli braucht, dem kann hier geholfen werden. Und nun geht es wieder weiter. Und zwar erstmal in Richtung Warberg entlang der Straße 153. Aber dann biegen wir links ab nach Okula. Das ist eine schöne Nebenstrecke. Okula ist eine Art Feriendorf mit Hotel, Hütten und einem Stellplatz. Alles direkt an einem See gelegen. Kurz halten wir an und beratschlagen. Hier bleiben oder weiterfahren. Unsere Entscheidung kommt jetzt. Wir fahren weiter. Es ist uns noch zu früh für einen Stellplatz. Naja, es bleibt aber die Frage, und wo geht es hin? Links ist übrigens ein Wohnmobiltreffen. Nochmal, wo geht es hin? Okay, wir fahren an die Westküste. Es ist ein Stück zu fahren, aber die Strecke hier, die ist doch toll, oder? Wir halten uns weiter in Richtung Warberg. Nun geht es mal für ein Stück auf die Autobahn. Ab hier halten wir uns in Richtung Bua. Zügig erreichen wir den kleinen Küstenort. Hier fahren wir durch bis zum Hafen, bis zum dortigen Stellplatz. Und man glaubt es kaum, Platz Nummer 3 ist frei. Da standen wir schon 2018. Darauf erstmal einen ordentlichen Kaffee. Später dann auf zu einem Spaziergang zum Yachthafen. Von dort hat man einen schönen Blick zum Stellplatz. Nach einem ordentlichen Gewitter dürfen wir noch einen schönen Abend mit kräftigem Abendrot genießen. Ja, und nun sagen wir gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 14. August. Der Plan für heute: Naturreservat Gammler-Warberg, Naturreservat Getterön, Fahrt durch Warberg und Fahrt nach Galderbeck-Hamm zum Stellplatz. Gut zu sehen, der Platz hat sich bei unserer Abfahrt schon sichtlich geleert. Aber bevor wir weiterfahren, geben wir noch eine kleine Hafenrunde aus. Am
Aber jetzt verlassen wir den Hafenort. Entlang wechselnder Straßen steuern wir das Naturreservat Gammler Wahrberg an. Und wir haben mal wieder Glück. Wir finden sogar gleich einen passenden Parkplatz. Also auf zu einem Spaziergang durch das Naturreservat. Dazu gibt's natürlich ein paar Bilder. Den schönen Blick zur Küste möchten wir euch nicht vorenthalten. Nach knapp einer Stunde Spaziergang fahren wir weiter. Erstmal zurück auf die Hauptstraße. Wir durchfahren gemütliche Ortschaften, die sich hier schon mehrheitlich im dänischen Stil präsentieren. So eine schöne Nebenstrecke ist auch mal sehr angenehm zu fahren. Wieder zurück auf der Hauptstrecke steuern wir vor Wahrberg den Ort Ketterön an. Und schon nähern wir uns Ketterön. Der Parkplatz am Naturreservat bietet auch für Wohnmobile entsprechenden Platz. Vom Parkplatz aus laufen wir los. Behindertengerechte Wege, die führen direkt zum Strand. Teilweise ist auch hier die Küste felsig. Und nein, das sind nicht wir. Wir spazieren nur am Strand entlang. Auf der windgeschützten Ruhebank kann man gut den Blick zum Meer genießen. Wir fahren nun weiter in Richtung bzw. nach Wahrberg. Am Hafen von Wahrberg drehen wir eine Runde über den vollbelegten Wohnmobilstellplatz. Versuchen wir es halt an anderer Stelle. Wie vielerorts, Samstagnachmittag staut es sich hier und da. Wir versuchen es am Parkplatz bei der Festung. Auch hier alles voll. Naja, und dann auch noch die Schranken zu. Das hält auch auf. Okay, keine Chance. Nichts wie raus aus der Stadt. So langsam wird es besser. Endlich freie Fahrt auf dem Land, wenn auch bei Regenverkehr. Aufgrund des unbeständigen Wetters gibt es eine Planänderung. Wir biegen ab nach Galterbeck-Hamm. Dort haben wir auch schon öfters übernachtet. Und schon haben wir den gemütlichen Hafen erreicht. Auf der anderen Seite des Hafens finden wir dann auch einen Platz mit schöner Aussicht. Zuerst ein paar Bilder, während Mona Kaffee kocht.
Eine Fika, das muss jetzt sein. Doch leider fängt es dabei das Regnen an und auch der Wind wird deutlich stärker. Wir beschließen einen Platzwechsel innerhalb des Hafens. Auf der anderen Seite stehen wir mit der Fahrzeugfront gegen den Wind. Das Wohnmobil wird so weniger durchgeschaukelt. Später klart der Himmel auf. Da kann man sich doch ruhig die Beine vertreten an dem ruhigen und gemütlichen Hafen und ein paar stimmungsvolle Eindrücke sammeln. Zum Schluss noch ein Blick zum Ort Galterbeck über die Bucht hinweg. Ja, und zum Abschluss des Tages noch ein Blick auf die heutige Rude. Ja, was soll ich sagen? Einfach nur, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 15. August. Der Plan für heute, Fahrt entlang der Küste, Strandspaziergang in Björkeng, Besuch des Hafens in Glommen, das Naturreservat Steninge und Fahrt nach Halmstad zum Stellplatz. Auf geht's! Wir verlassen den Stellplatz bei traumhaft blauem Himmel und ein paar Wölkchen. Zuerst fahren wir zurück auf die Hauptstraße. Hier biegen wir ab nach Björkeng. Schließlich wollen wir dort am Strand etwas spazieren gehen. Also dann, ab auf den Parkplatz. Auf zum Strandspaziergang. Leider zieht sich der Himmel mehr und mehr zu und der Wind wird stärker. Also gut, war kein langer Spaziergang. Wir fahren weiter. Wir biegen ab in Richtung Falkenberg. Um zum nächsten Ziel zu gelangen, müssen wir hier rechts abbiegen. Das nächste Ziel ist übrigens Glommen, besser gesagt der dortige Hafen. Glommen haben wir nun schon mal erreicht. Wir nähern uns dem Hafen und einen passenden Parkplatz haben wir auch gleich. Auf zum Spaziergang. Ja, wenn ihr die Bilder anschaut, dann denkt ihr wahrscheinlich, man ist doch ruhig hier. Aber die Bilder täuschen. Es weht eine richtig steife Brise. Und ordentliche Wellen schlagen gegen die Mole. Aber seht selbst, jetzt hier live mit Ton. Man hat Mühe, die Kamera gegen den Wind zu ziehen. Jetzt noch einmal die Mole entlang und wieder zurück. Zum Abschluss noch ein Blick auf den Yachthafen. Nun fahren wir weiter und verlassen Glommen. Das nächste Ziel ist die Stadt Falkenberg mit seinen knapp 28.000 Einwohnern. Die Innenstadt von Falkenberg bietet viele Möglichkeiten für einen entspannten Einkaufsbummel. Aber heute ist ja Sonntag.
Ja, und einen Parkplatz finden wir auch nicht so richtig. Also, wir fahren weiter. Nun müssen wir ein Stückchen fahren. Dann erreichen wir Steninge. Hier gibt es ein schönes Naturreservat. Da schauen wir mal hin. Also, rein auf den Parkplatz. Und gleich wieder raus. Zu eng für unser Fahrzeug. Na dann, einmal wenden und schon klappt es mit dem Parkplatz. Ist doch ein perfekter Parkplatz ohne irgendwelche Einschränkungen. An der Infotafel vorbei spazieren wir ins Naturreservat hinein. Bitte genießt die Bilder. Ich schweige jetzt mal. So langsam kehren wir zu unserem Wohnmobil zurück. Wir fahren weiter. Das letzte Ziel für heute ist die etwas größere Stadt Halmstad mit gut 70.000 Einwohnern. Halmstad ist übrigens die Heimatstadt der Band Roxette. Die Innenstadt lockt nicht nur mit Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants, sondern auch mit Parks und Skulpturen. Ebenso gibt es eine neue Stadtbibliothek mit spannender Architektur. Die Glasfassade des Gebäudes reicht einige Meter über das Ufer des Flusses Nisan hinaus. Und das werden wir später auch noch live sehen. Am Rand der Innenstadt entlang steuern wir den Yachthafen an. Dort soll nämlich ein netter Stellplatz sein. Und da ist er schon, mit reichlich freien Plätzen und natürlich auch einen für uns. Also, zuerst ein paar Bilder vom Stellplatz. Und nun auf zum Stadtbummel. Vorbei am geschlossenen Vergnügungspark kommen wir zur Kanalbrücke und hier haben wir einen schönen Blick auf die neue Stadtbibliothek. Wenige Schritte weiter sind wir schon in der Fußgängerzone. Links übrigens das Nordtor und rechts der Neptunsbrunnen. Weiter durch die Fußgängerzone kommen wir zum großen Marktplatz. Ah, Möwe Erwin ist ja auch schon da, aber kritisch beäugt von einer Krähe. So langsam ziehen wir uns zum Stellplatz zurück. Ja, und nicht zu vergessen, der Blick auf die heutige Route. Und nun sagen wir, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Montag, den 16. August. Der Plan für heute? Zum Ellinge Echpark und zum Trahütt Tierpark und natürlich einen Stell- oder Campingplatz. Neugierig geworden? Dann bitte etwas Geduld und schaut euch den bald erscheinenden 7. Teil an. Vielen Dank für die Begleitung bis hierher. Und wenn euch das Video gefallen hat, über ein Gefällt mir würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, ja, dann werdet ihr über Neues informiert. Also dann, bis denne, tschüss!